Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Planet Coaster, dem Karrieremodus. Wir sind hier immer noch bei der Creature, die langsam aufwacht und schauen mal, wie es weitergeht. Ich hatte ja hier die Achterbahn angefangen in der letzten Folge, aber der gute Kai hat mir ja einen Tipp gegeben, dass ich mal den Tunnelbau anmachen soll. Dann kann ich nämlich da unten noch rein und das wollte ich ja eigentlich. Und dann machen wir das nämlich jetzt mal. Gehen hier auf Edit Track und legen mal wieder Lumpenstar. Das kommt wieder weg. Und jetzt gehen wir hier auch mal zurück. So. Und zwar machen wir jetzt hier... Merkt mich nicht. Wo ist denn das? Ah, Autotunnel, da. Warum kann ich es nicht anmachen? Disabled in this scenario. Map. Scheiße. Ich kann hier keinen Autotunnel machen, oder was? Okay, damit hat sich das erledigt. Schade. Dann machen wir das doch hier wieder hin, was ich angefangen hatte. Denn dann geht es hier höher und höher und höher. Nein, schon so. Jetzt müssen wir nur gucken, wie hoch. Der geht noch, der geht auch noch. Ach komm, der geht auch noch hier. Das soll ja schon... Ach komm hier, wir wollen doch nicht geizen. Die soll ja ordentlich abgehen hier, ne? Die soll ja mal... Wollen wir ja mal hier... Ja, warte mal, der muss aber dann auch noch... So. Ja, das ist schon recht ordentlich, möchte man meinen. Aber das ist auch gut so, das ist auch gut so. Wollen wir doch mal schauen. Hier, da kommt Strecke. So. Weiter. Doch, ich kann noch. Ich kann sogar. Okay. Das wollen wir aber nicht. Mal kürzer machen. Ach, das war nicht kürzer, verdammt. Ist jetzt gerade? Nein. Jetzt aber. So, und dann können wir sie auch schon wieder ein wenig länger machen und dann kommt aber langsam aber sicher in der Kurve. Das sieht gut aus, das sieht smooth aus. Was haben wir denn hier an Loopings? Und jetzt haben wir nämlich mal richtig Speed, jetzt können wir vielleicht auch mal... Der ist so klein. Das sind ganz groß, hätte ich gerne. Da sind wir auf jeden Fall viel zu schnell für jetzt. Das würde keinen Sinn machen. Was ist das denn? Okay. Das ist crazy. Das ist crazy. Definitiv. Ja, das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen. Das machen wir. Was kostet das? Boah. Das kostet einiges, aber egal. Ich hoffe, wir verdienen Geld momentan. Soll ja auch geil sein. Das soll ja geil sein. Ich startet erst so, weißt du, total läppsch hier in diesem Ding und dann BÄM hier kommt der olle Brilli und hau da mal einen raus da. So. Was haben wir denn hier? Ich hätte gerne. Weiß nicht, ob sie es schafft. Also eine Kurve finde ich geil. Aber vielleicht. Was ist das denn? Nee, das schaffen wir auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ist das eine normale Helix? Die hätte ich schon ganz gerne eigentlich, aber ich mach mal gerade. Testet die eigentlich? Hier steht Stopptest. Ist doch gar keiner. Nicht sicher. Ach, da ist der Zug. Okay, doch. Funktioniert. Mal noch schneller machen. Wenn man ankommt.
Wir dürfen nicht vergessen, den Lift Hill schneller einzustellen. So, let's see, was sie da macht. Also hier sollte sie eigentlich recht sachte durchkommen. Ja. Verdammt. Welches war's denn jetzt? Oh, ich depp, ey. Verdammt da. So. Jetzt müssen wir nochmal testen, oder was? Meter und das 40 Meter. Also das könnte knapp werden, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass sie es schafft. Oh, Alter, ey. Das ist aber ganz knapp, ey. Geil. Das ist geil. Das ist geil. Das machen wir. Geh schmor mal. Und dann gehen wir auch jetzt langsam schon wieder zum Schluss. Ey, die haben ja jetzt hier wirklich schon ordentlich was erlebt. Gehen jetzt hier rum. Mal kürzer. So, hier einmal hoch, da kommen wir sonst nicht durch. Ich weiß nicht, ob der Speed langt, ich hoffe es. Gucken wir mal gerade, wie die hier fährt. 27 Meter von 40 kommt, sollte auf jeden Fall langen, wenn es auch knapp wird, mir reicht. Wir müssen, wie gesagt, auch aufs Geld gucken. Das ist jetzt schon. So, hier noch so ein paar Hills und Kurven, ist in Ordnung. Und dann geht's auch langsam, aber sicher zurück zur Station. Können wir noch einen Schlenker können wir noch machen. Hey. Nein. So. Könnte ich jetzt Blockbremsen einbauen? Ach, guck mal, es gibt sogar hier so Beschleuniger. Ist das eine Blockbremse? Ja, ne? Trim Brake, Block Section. Ah,
Müssen wir gleich nur gucken mit dem Speed, dass das alles hinhaut. Und dann gehen wir hier in die Kurve. Und hier runter. Alter, ernsthaft, ist jetzt wieder so ein Baum im Weg, oder was? Oh. Weil muss ich dann immer rausgehen, oder wie? Das nervt. Müsst ihr mal alle wegmachen. Wie das gleich rumnervt. Können wir nachher neue hinstellen. So, warte mal. So. Können wir Autocomplete machen? Der ist jetzt wegen dem Stein nicht, oder was? Nein! Ach, jetzt hat er das gemacht! Warte mal. Terrain kann ich auch nicht verformen, oder was? Alter, du Depp! So. Das sieht schon besser aus. Bauen wir mal. Verbesserungen können wir gleich noch machen. Warte mal. Dann, so, zu. Jetzt muss man gerade gucken hier. Wo sind meine Wagen? Hier. Number Trains. Block Section. Ich kann nur zwei machen. Wir haben nur drei Dinger, ey. Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Das müssen wir verändern. Und zwar machen wir das, indem wir die Station mal länger machen. Alter, ne? Hier nochmal einen weg. Autocomplete. Ja, das geht. Das geht. So, haben wir hier eine längere Station. Das bedeutet, wir können mal gucken, dass wir hier dann. Wieso fahren die eigentlich die ganze Zeit, ey? Mal aufhören jetzt. Ich hab zu. Er fährt trotzdem, ne? Ich verstehe es nicht. So, was haben wir jetzt? Wir haben zwei Züge A9. Nee, warte mal. Geht das nicht anders? Wieso kann da nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß halt nicht, ob die mit 9 überhaupt da durchkommen. Müssen wir testen. Da können wir auch mal mitfahren, oder? Fahren wir mit, fahren wir mit. Der ist verdächtig nah, die Stütze. So, liebe Leute, das geht ja hier, das geht ja ab jetzt. Oh Gott, ist der lahm, der Hill. Ich muss unbedingt den Hill noch schneller machen. Machen wir gleich. Das müssen wir gleich natürlich machen. So, das ist schon, da können wir ordentlich Kohle für verlangen, für das Gefährt. Der geht ja schon ordentlich ab. Ich hoffe, der kommt jetzt mit dem langen Zug auch da so gut durch die lange Kurve. Ich hoff's einfach mal. Und ab dafür! Durch den Baum durch. Müssen wir noch wegmachen. Das sieht alles smoothie aus. Ach stimmt, smoothie müssen wir noch ein bisschen. Ah, schafft er! Sehr gut! Muss noch einiges gesmoothed werden. So, und in die letzten
Züge hier. Alles klar. Das sieht doch ganz gut aus. Macht Spaß. Was sagt die Overview? Das sieht doch gut aus, oder nicht? Okay, ja, das ist okay. Dann machen wir hier Entrance. Machen wir hier hin. Exit. Hier. Und dann gibt's einen Path. So. Okay, warte mal. Normaler, was ist denn das hier? Das ist der. Gott, bin ich scheiße. Warte mal. Und jetzt noch aus. Da kann man aber ein bisschen. Ist schon die geringste Dicke? Okay. Na gut. So, dann können wir das schon mal grün machen, können die Finanzen checken. Kostet 20. So. Kann der eigentlich losfahren? Das ist die Frage. Übrigens sehen die Züge, weiß ich nicht, sollen die weiß sein? Gerade mal gucken. Car Color. So. Das sieht ein bisschen besser aus. Da strömen sie rein, obwohl es so teuer ist. Das ist sehr gut, das gibt Geld. So, da können wir mal gerade gucken, dass wir Leute hinpacken. Was sind eigentlich die Aufgaben nochmal? Objective. Ach, zwei Mechaniker einstellen. Okay, und fünf Rides. Wir haben erst vier. Das kriegen wir hin. Das sollte jetzt kein Problem sein. Warte mal, dann gucken wir doch mal. Wo ist denn das? Parkmanagement. Staff. Mechanic. Parkmanagement, Staff und noch ein Mechanic. So, dann haben wir schon mal das Objective geschafft. Okay, dann können wir aber auch noch mal gerade eine Werbung starten. Im Fernsehen. Lots of adult groups. Families. Machen wir mal Family. So, das kostet natürlich jetzt ein bisschen, aber ich denke, das wird auch ein bisschen was bringen. So, jetzt muss man gerade gucken, ob der hier losfahren kann. Und ob der ankommt. Aber ich denke schon, weil die recht lang sind. Haut hin, ne? Haut hin, alles klar. Sehr gut. Wie nennen wir die denn eigentlich? Warte mal. The Big One. Das ist die Big One hier. So. Gut. Was haben wir denn in der Research momentan? Das ist ja auch erstmal wichtig. Damit wir da neue Sachen erstmal kriegen, haben wir gar nicht. So, wir brauchen Thrill Ride. Wir brauchen Coaster. Wir brauchen ein Family Ride. Das wollen wir mal machen. Ich denke, dass wir jetzt genug verdienen erstmal. Dass wir das eventuell finanzieren können. Wir werden sehen. So. Boah, guck mal hier, ey, wie die hier anstehen. Da können wir das Ding hier mal teurer machen.
Alter, was kostet 24? Das kostet ab jetzt 30. Guck da blöd, hä? Meine Lieben, da ist der Timer auch schon abgelaufen. Ja, das gibt's ja gar nicht. Aber wir bleiben noch ein paar Minuten. Ich will noch gucken, wie hier die... Scheint irgendwie gerade nicht so der Andrang zu sein. Ich hoffe, das kommt bald, wenn jetzt der Park was voller wird. Was denken die Leute denn? Was denken die denn? Wo ist es? Kann ich das nochmal sehen hier? Da. Maintenance, Operations, Passwort. Overview, hier. 21 Q was quite quick, das ist gut. Das ist alles in Ordnung, also ich denke jetzt zumindest nicht, dass es zu teuer ist. Man kann da natürlich noch was Theming-technisch machen. Ja, ist full, ich weiß. Und hier auch nur positiv momentan. Und hier, ja, fast, Q, das ist klar. Was heißt denn eigentlich Ride Prestige? This is the appeal and value of a ride, guest. It increases and improving the ride experience, adding more scenery. Okay. Ja, liebe Freunde, wenn ihr mich schon so nervt, dann kriegt ihr halt jetzt ein bisschen Scenery. Haben wir nur Palmen? Der Profi-Scenery-Typ hier am Werk. Wäre doch gelacht, wäre das doch. Wenn wir hier nicht noch ein bisschen geilen Stuff an den Stissel bringen, ey. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es nicht. Hört's gut an hier. Sieht das sicher aus? Ja, ne? Ziemlich sicher sieht das aus. So. Kleine Höhle hier. Reicht erstmal. So, es sind auch schon wieder 200 Leute mehr im Park. Das ist gut. Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Dann werden wir weitere Attraktionen bauen. Die Forschung läuft. Läuft die gut? Die läuft gut. Und dann kann es nächste Woche weitergehen hier. Ich bedanke mich bei euch. Ich sage tschüss. Ja, momentan machen wir wenig Gewinn wegen den Forschungen und so. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hier bei Planet Coaster der Karriere. Freut euch auf Freitag. Da geht's weiter mit dem Setbox-Mode. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Liebe Leute, macht es gut.